So, hallo und herzlich willkommen am Rhein. Ja, streng genommen ist es die Murgmündung und der Rhein. Die Murg ist ja der Fluss, der bei mir durchs Tal fließt, und der Rhein, ja, den kennt man, ne? Und das ist halt eben entsprechend die Stelle, wo beide zusammenfließen. Ist eigentlich kein besonders schöner Ort, aber ich persönlich finde es hier toll, einfach weil man doch mit seinem Fluss in seinem Tal eine gewisse Bindung verbindet, und der Rhein, ja, der ist halt dann doch auch irgendwie toll, ne? Auch wenn er hier natürlich streng kanalisiert ist. Ne? Und im Grunde relativ wenig naturnah. So, mein Plan war eigentlich irgendwie zu versuchen, da drüben mal hinzukommen. Also an diese kleine Landzunge in Anführungszeichen. Das ist so ein magical place, an den ich schon seit Jahren versuche, irgendwann mal zu kommen. Und bisher habe ich es noch nicht geschafft. Und naja, vielleicht klappt es ja diesmal mal ausnahmsweise dann doch, da mal heute hinzukommen. Ich habe eben auf dem Weg hierher, also bin mit dem Fahrrad unterwegs, wohlgemerkt, deshalb auch der Kinnriemen, damit mir der Hut nicht wegfliegt. Den trage ich entweder, wenn starker Wind geht, oder wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Und Plan war also im Prinzip, darüber zu kommen. Und ich habe auf dem Weg hierher schon gesehen, da gibt es noch zwei alte Bunkerreste. Wir hatten hier früher mal massenweise Bunkerreste. Die sind inzwischen die meisten entfernt worden, damit die Kinder ja nicht drin spielen und sich ja nicht verletzen. So was Idiotisches, aber dazu später mehr. Jetzt nur kurz eben der Hinweis, die Rheinmündung. So, bis gleich. Oh, Bunker habe ich noch nicht gefunden, und jetzt weiß ich auch, warum da hinten die Bunker noch stehen. Weil die so verdammt abgelegen sind, dass da niemand hinkommt. Ha. Echt verdammt schwierig. Und ich habe gedacht, bevor ich jetzt aufgebe und nach Hause fahre, nein, noch nicht, könnte noch dazu kommen, aber noch nicht, kann ich hier mal in den Wald stapfen. Ich bin heute ein bisschen unterausgestattet, kein Deppenzepter, deswegen dieser leider Ben in der Nahaufnahmekamerawinkel mit leider noch ein bisschen mehr verwackelter Kamera als notwendig. Was ich euch kurz zeigen wollte, war einfach nur schnell zum Angucken, wer sowas nicht hat. Ein sehr bärlauchreiches Wäldchen. Und ich dachte, wenn ich schon hier bin, dann kann ich ja mal ganz bisschen durchschleichen und mal gucken, ob ich jetzt bei diesem Bärlauchfeld irgendwas finde, was giftig ist. Ne? So, und das machen wir mal schnell, damit sich der Weg auch gelohnt hat. Ich hoffe, dass ich den Bunker dann noch finde, aber wenn nicht, dann gab es Bärlauch. So, also schauen wir mal. Nein, alles Bärlauch. Immer noch Bärlauch. Aha. Auch Bärlauch. Bärlauch. Aha. Kein Bärlauch. Aaronstab. Ne? Kann man schön auch übrigens daran unterscheiden, dass der zweikeimblättrig ist. Der hat hier so sekundär Blattadern zur Seite raus. Ne? Also zusätzliche Nerven im Blatt. Der Bärlauch hat nur den Mittelnerv und sonst hat er gar keine sichtbaren. Das heißt, die laufen quasi alle parallel und sind deswegen nicht sichtbar. Und hier kann man sehen, dass der halt noch zusätzliche Nerven hat. Dikotylidone, Monokotylidone, hoffe ich zumindest. Müsste aber eigentlich so sein. Das ist bei dieser Nervatur normalerweise immer so. Ich gucke das nach, wenn ich jetzt Scheiße erzählt habe, schreibe ich euch hin. Und ihr dürft mir in den Kommentaren schlimme Dinge unterstellen, und ich fühle mich ganz schlecht. Die Knospen hier, die kann man übrigens auch essen. Wer sie mag. Ich mag sie nicht. Ich mag lieber die Blätter als Pesto. Und hier könnte man jetzt theoretisch was sammeln, theoretisch, wenn wir da nicht im Naturschutzgebiet wären. Also, was Bärlauchsammeln angeht, habe ich dieses Jahr kein Glück. Immer wenn ich irgendwo irgendwelchen finde, verbietet irgendwas, dass man den entsprechend sammelt. Ne? Das ist kein so krasses Naturschutzgebiet. Man darf schon von den Wegen runter, aber Pflanzen nicht beschädigen nach Möglichkeit. Außer, dass ich jetzt natürlich halt durchlaufe, das bleibt halt nicht aus. Das ist erlaubt. Von den Wegen runter darf man. Wenn das dann beinhaltet, dass man durch von den Wegen runtergehen, ein bisschen auf der Vegetation rumtrampelt,
das Leben ist hart, ne? Es ist nicht so, dass es hier zu wenig Bärlauch gäbe. Das ist wirklich nicht so. Ich glaube, viel mehr finde ich auch nicht. Ach ja, auch nicht essen sollte man den Bärlauch, an dem dieses weiße Zeug hier klebt. Das ist nämlich Vogelscheiße. Ja, und sonst so strauchtechnisch steht hier vor allen Dingen so ein bisschen Holunder rum. Hier der da, der gute Holunder. Man kann ihn auch ganz schön am Stamm erkennen. Und die Blätter sind ja auch tatsächlich schon draußen. Und wer sich auskennt, sieht dann auch sofort, das ist der gute Holunder. In diesem Zustand traue ich mich noch nicht so ganz zu sagen, welcher Holunder. Es ist wirklich fast immer der normale, also der schwarze Holunder, der ja auch eben entsprechend genießbar ist. Je nachdem, ob man das mag oder nicht. Ich persönlich bin da wieder, ich bin Banause, ich weiß. Aber ja, bin da eher vorsichtig, also was den Genuss angeht. Ja, ich mache auch irgendwann mal noch ein bisschen Unterscheidungsmerkmale von dem guten Holunder zum bösen Holunder. Das bin ich auch mal gefragt worden. Da muss ich aber selber noch mal ein kleines bisschen was nachlesen. Das möchte ich jetzt nicht machen. Eine Sache noch, die mir spontan gerade einfällt, hier bezüglich unserem Bärlauch. Was viele Leute nicht wissen, die losziehen, um Bärlauch zu sammeln. Auch für Bärlauch gilt, jetzt weiß ich nicht auswendig, welcher Paragraph vom Bundesnaturschutzgesetz, der da besagt, ja, man darf zum persönlichen Bedarf einen Handstrauß Wildpflanzen sammeln. Ein Handstrauß. Und bei Bärlauch ist das oft der Fall, dass die Leute halt hingehen und 5 oder 6 oder 20 Handsträucher von Bärlauch sammeln. Das ist möglich, aber da muss man jeden Tag wiederkommen. Man darf einen Handstrauch pro Tag sammeln. Und das auch nicht wie hier im Naturschutzgebiet. Ne? Nur, dass das doch vielleicht nochmal geklärt ist, das wissen viele Leute nicht. Ich hatte überlegt, ob ich das nochmal als einzelnes Video verwurschtel. Nee, muss nicht sein. Ich mache eh zu viele kurze Videos zurzeit. Wir haben hier übrigens auch die gelbe Anemone. Schönes Stück. Das ist also auch eine Anemone, aber halt eben die andere. Es gibt die weiße, da steht sie. Die gibt es überall. Ne? Das ist also wirklich so ein Allerweltsblümchen. Und es gibt die gelbe und die ist eher selten, vergleichsweise. Und wenn man sie findet, dann meistens nah an Flüssen größerer Art. So in Auwäldern ist sie zum Beispiel ganz häufiger anzutreffen. Und in einem solchen zumindest Restauwald, so noch leichte Auwald-Tendenzen, befinde ich mich hier gerade. Also es reicht auf jeden Fall, dass es auch die gelbe Anemone gibt. Die ist hier schon am Zugehen, schon wieder ein bisschen später. Und da macht sie dicht. Pro-Tipp, wenn man schon durch den Bärlauch trampelt, dann sollte man versuchen, wo bin ich denn gekommen? Ah, da. In den eigenen Fußstapfen vielleicht wieder zurück zu trampeln, damit man nach Möglichkeit nicht mehr Bärlauch platt trampelt als notwendig. Also kann man machen, ne? Ihr seid jetzt auch nicht ein super schlechter Mensch und kommt in die Hölle, wenn ihr das jetzt anders macht. Obwohl, Das ist übrigens mein Vehikel, hab einen Haufen Gerümpel dabei. Davon brauche ich nicht mal 10% wahrscheinlich, aber ich habe es halt mal dabei. Kennt man ja. Und da drüben, da steht eine Kanada-Gans. Hallo? Das ist jetzt nichts so was Besonderes. Oh, es sind ja 2. Hallo? Denn von den Kanadagänsen gibt es hier noch ein paar mehr. Ein paar viele. Und das ist nicht die einzige Gruppe. Davon gibt es auch ein paar viele. Also, da mangelt es wirklich nicht dran. Und was wir jetzt hier dann beobachten können, sind 2 Nilgänse. Also Gänse, also wahrscheinlich ein Pärchen, die ein Nutria vertreiben, das ihnen da wohl gerade nicht passt, da wo es sitzt. Also da muss ich gestehen, auch wenn es Wackelkamera ist, ist das eine Aufnahme, auf die ich schon ein bisschen stolz bin. Sowas filme ich jetzt echt nicht alle Tage. Ist übrigens relativ typisch für die Nilgans, dass die schon ein gewisses
Revierverteidigungsverhalten an den Tag legen. Das ist ja auch wieder ein Neozoon, kommt aus Afrika, wie der Name schon sagt, Nil, ne? Und ja, bei uns durchaus ein bisschen kritisch. Das ist so ein Übergangstier. Das ist so halb Ente, halb Gans. Also eine sehr kleine Gans, eine sehr große Ente, wenn man so möchte. Und macht vor allem der Stockente Probleme. Und ja, also anders als die Kanada-Gans, die da im Hintergrund rumsteht, ist so eine Nilgans durchaus mit so einem gewissen, müssen wir mal gucken, müssen wir mal vorsichtig beobachten, könnte Probleme machen, Hintergrund eben zu betrachten. Aber eigentlich sind die ja schon auch sympathisch, ne? Ist schon schwierig. Tja, und daran scheitert es. Da komme ich mit dem Fahrrad nicht durch. Es gibt einen Übersteinchenhüpfweg nebendran. Aber hilft mir jetzt so nicht weiter. Und der Weg bis zu der Mündung von meiner Murg ist leider jetzt doch noch ein ganzes Stück. Und ich will mein Fahrrad nicht allein lassen. Ich kann das hier nicht wirklich abschließen. Und da ich die Satteltaschen vollgepackt habe, wäre das jetzt auch eine blöde Idee, es einfach so stehen zu lassen. Allein schon eben wegen den Satteltaschen. Selbst wenn ich es irgendwie was finde, wo ich es anschließen kann, irgendeinen Baum oder sowas. Den interessanten Weidenauwald hier schauen wir uns nachher noch an. Ich habe nämlich den Bunker gefunden und den gucken wir jetzt als erstes an. Ben macht Urban Exploring. Wahnsinn. Oh, das ist jetzt mein Bunker. Ich hisse jetzt eine Fahne, wo Ben draufsteht und dann ist das meiner. Genau, Landannexion. Im Fall, dass es sich ja diesmal nicht um Naturannexion handelt, ist das viel weniger böse, als wenn es Naturannexion wäre. Also, das hier ist ganz offensichtlich ein alter Westwall-Bunker. Westwall, also die Drittes Reich-Verteidigungslinie gegen Frankreich im Elsass, also gegen das Elsass Frankreich. Quasi westlich vom Schwarzwald, direkt am Rhein gelegen, bis rein in die Schwarzwald-Vorbergzone sozusagen, wenn man das so nennen möchte, gab es immer mal wieder vereinzelt solche Bunkeranlagen. Warum diese hier jetzt diese interessante Wallkonstruktion hat, diese Rampe. Sollte da der Panzer drin parken? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da leider nicht gut genug aus noch. Das ist was, worüber ich mal in der Hauptschule damals noch ein Referat gehalten habe, über diese Westwaldzone. Und ich werde euch vielleicht noch im Off noch ein bisschen was dazu erzählen, wenn ich meine alten Unterlagen noch wiederfinde. Weil ganz ehrlich, viel Wissen tue ich da nicht mehr. Früher gab es solche Bunker, also auch bei mir oben überhalb vom Dorf, Artilleriebunker. Die hatten nur eine Artilleriestellung, weil wir ja zu weit weg waren vom Rhein, um wirklich zu verhindern, dass da irgendwie jetzt die Franzosen über den Rhein kommen. Der Bunker hier hingegen, wir sind hier quasi direkt am Rhein, der ist 200 Meter weg oder irgendwie 300, 400 Meter, irgendwie sowas in den Dreh maximal. Luftlinie wahrscheinlich noch mal ein bisschen weniger. Und ja, sollte verhindern, dass die Franzosen rüberkommen. Geklappt hat es nicht. Gesprengt wurden die Bunker dann hinterher eben von den Franzosen, nachdem sie kurze Zeit drüben waren. Teilweise wurden sie eine Zeit lang von den Franzosen auch besetzt, nach dem, was ich so mitbekommen habe. Aber wie gesagt, ich werde euch im Off noch zwei, drei Dinge dazu erzählen. Es handelt sich um Stahlbeton, wie man hier schön sehen kann, also massive Stahlträger. Schön mit Beton umgossen. Und ein typisches Phänomen all dieser Weltkriegsbunker sind die Tropfsteine. Also das ist wirklich was, das war in den alten Bunkerruinen, die es bei mir vor über dem Dorf gegeben hat, wo ich als Kind immer drin rumgestromert bin, genauso, dass es da auch jede Menge von diesen Tropfsteinen gab. Naja, warum? Weil Beton, Zement, ist Kalk drin und wenn es da lange genug drauf regnet und das Zeug langsam porös wird, dann kann man da tatsächlich richtig schön, und zwar viel schneller als bei natürlichem Kalkstein, entsprechende Tropfsteine bekommen. Weil das ging ja schon jetzt relativ flott. Ich meine, so lange ist das jetzt auch noch nicht her, dass die Dinger gebaut wurden. Also in Baumdenkweise, ne? In Baumzeiträumen. Das hier ist eine Schießscharte zum Rhein hingerichtet. Sie wird wohl auch ein besseres Schussfeld gehabt haben, als der Bunker noch nicht gesprengt gewesen ist. Schauen wir mal hier durch dieses Loch. Ich heb euch da einfach mal durch mit der Kamera und bin selber gespannt, was es dann später zu sehen gibt. Ich sehe nämlich gerade nichts. Ja,
das ist halt schon spannend, ne? Nicht, dass ich da in irgendeiner Form irgendwas glorifizieren möchte, aber man sich damit auseinanderzusetzen, was es da so gegeben hat, gerade von den Gebäuden her, das finde ich schon sehr spannend. Jetzt bin ich in die Spinnenweben gerannt. Und was ich auch noch nie gesehen habe, also auch bei meinen kleinen Bunkern von daheim, was ich da nicht kenne, ist, dass man tatsächlich noch irgendwo reinmarschieren kann. Ehrlich gesagt muss ich das jetzt nicht haben, dass ich da jetzt reinkriege, weil ich will nicht wissen, wie viele Leute da schon reingeschissen haben. Hier ist auch so eine Stelle, da wird halt gerne mal ein bisschen gegrillt und so Späße. Und in Kombination mit diesem tollen Klo-Rückzugsort bin ich mir ziemlich sicher, dass er für sowas auch verwendet wird. Ich weiß auch nicht, wie oft ich, seit ich hier rumlatsche, schon in menschliche Exkremente entsprechend getreten bin. Wahrscheinlich bin ich es ein paar Mal. Ja, aber solche Geschützöffnungen jedenfalls, die hatten wir auch bei unseren kleinen Mini-Bunkern bei mir am Dorf. Jetzt muss man wissen, mein Dorf liegt nicht besonders hoch. Das ist so quasi die ersten Buckel, Berge, Hügel vom Schwarzwald. Und weil die halt dann die erste Erhöhung waren nach der flachen Rheinebene, hat man wohl gedacht, da wäre es eine gute Idee, da ein paar Artilleriebunker hinzubauen. Die waren nie durchgehend besetzt. Da war immer nur ganz kurzfristig, das weiß ich mit Sicherheit, nur immer ganz kurzfristig so mal 2, 3, 4, 5 Mann Besatzung an so einem Bunker wirklich drin gewohnt haben, die da auch nicht. Das waren also im Prinzip nur Geschützstellungen. Sie hatten aber auch die Möglichkeit, da eben halt eine Weile drin zu verweilen. Und soweit es überliefert wurde, bei den durchgebombten Dingern hat man leider kaum noch was erkennen können, gab es auch zumindest theoretisch die Möglichkeit, da drin zu übernachten. Also irgendwelche Feldbetten werden sie wohl auch aufgestellt haben oder hätten aufstellen können, so was in der Richtung zumindest. Zumindest bei den Artilleriebunkern bei mir daheim, die ja auch genau solche Geschützöffnungen hatten, hat man mir aber hier mal ein alter Einwohner des Dorfes erklärt, dass das nur fürs MG gewesen wäre. Ne? Also dass man da einfach nur das MG raushängt und halt verhindert, dass sich jemand dem Bunker nähert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hier kann man auch deutlich mal die Stahlbetonkonstruktion ganz gut sehen. Und was ich auch eben von meinen Bunkern gewöhnt bin, sind diese Rohre. Irgendwer hat mal gemeint, die wären zur Belüftung. Ich kann es weder bestätigen noch verneinen. Ja, interessant, interessant. Ich gucke mal, ob ich vielleicht auf die andere Seite noch komme und da noch ein paar interessante Aufnahmen machen kann. Selbstverständlich darf man dieses Gelände nicht betreten. Natürlich nicht, ne? Wobei das Schild hat jemand rausgerissen, demzufolge stand es nirgends. Und da der Zaun alles andere als besonders überwindungsschwierig ist, zeige ich euch gerade mal schnell noch, hält mich das jetzt ganz ehrlich ausnahmsweise mal nicht auf. Auch wenn ich ja sonst immer der sehr brave Ben bin, der sich immer versucht, so gut das geht, an Recht und Gesetz zu halten. Ne? Das hier ist der überaus überwindungsschwierige Zaun. Der hält einen so richtig auf. Doch, gar sehr. Zack. Aber man muss einen Hopser machen. Das ist für jemanden mit kaputten Knien wie mich schon gar nicht so einfach. So, ich gehe mal da hinten noch mal gucken. Also das ist relativ typisch, die wurden immer von innen heraus gesprengt. Dann ist entsprechend das Dach hochgeflogen, vielleicht ein Stückchen zur Seite. Teilweise bei einem Bunker, bei dem ich bei mir daheim hatte, hat sich sogar genau in der Luft gedreht und ist umgekehrt exakt wieder auf den Bunker draufgekracht. Hier hat sich wohl ein bisschen in diese Richtung quasi verschoben und ist dann wieder runtergekracht, weshalb wir jetzt hier diese Platten haben. Das muss also mal ein flaches Dach vermutlich gewesen sein. Hier hat es einen Brocken etwas weiter weg gesprengt, immer schön zu erkennen an den Resten von Stahlbeton, die da entsprechend rausragen. Und da haben wir auch noch mal den Rest vom Dach entsprechend rumliegen. Ja, gehen wir da noch mal ein bisschen näher hin. Und das ist das, wo ich eben mit der Kamera versucht habe rauszuleuchten. Leuchten ist gut. Interessant ist diese noch intakte Wand hier. Da kann man also auch durchaus mal sehen, was für massive Wände das gewesen sind. Ja, also mit kleinen Geschützen wäre man da sicherlich nicht durchgekommen. Das hier ist, glaube ich, sogar... Ist das nochmal so eine kleine Stellung davor oder ist das was Abgebrochenes? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil das sieht so aus, als wäre hier sowieso Schluss. Das sieht nicht abgebrochen aus, sondern da absichtlich hingesetzt, so als kleine Vorverschanzung. Aber bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ja. Gut, aber jetzt haben wir, glaube ich, alles gesehen. Dann mache ich mich wieder vom Acker. Jetzt habe ich mich ein wenig entfernt vom Bunker. Also das wird jetzt meine neue Bugout-Location. Da kann ich mit meinem Bugout-Bike total outbuggen. Und das Tolle ist, ich habe hier nämlich nicht nur ein Bugout-Bike, sondern wenn ich dann outgebuggt habe, dann kann ich auch, habe ich auch ein Bugout-Boot. Hier, seht ihr? Aha. Ich meine, wer hat schon in seiner Bugout-Location ein Bugout-Boot? Nein, ich mache mich nicht drüber lustig. Gar nicht. Und bevor ich jetzt Schelte kriege, ihr könnt so viel Bugout-Locations haben, wie ihr wollt. Das ist ja auch durchaus für mich nachvollziehbar. Ne? Ich mache doch Spaß, warum auch nicht, sich mit sowas dann eben entsprechend beschäftigen. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ich finde nur diese Anglizismen in der Prepper-Szene unglaublich nervtötend. Bugout-Location, warum heißt das nicht einfach Versteck? Ja, egal. Das ist das, was mir so auf den Keks geht. Sobald man das einfach nur Notversteck oder was weiß ich wie nennen möchte, völlig d'accord. Und dann mache ich auch keine Witze, aber Bugout-Location. Also bitte. Oder fliegt wer? Ich hoffe, man kann ihn sehen. Ich sehe ihn auf dem Display nicht. Display zu klein. Das ist ein Graureiher. Ist er noch da? Irgendwo da müsste er zu sehen sein, hoffe ich. Ja, war jedenfalls ein Graureiher. Und hier nochmal das Bugout-Boot hier an meiner neuen Bugout-Location. Also das sind die Reste der Rheinauen natürlich. Ne? Ist ja alles jetzt mit dem Damm entsprechend abgekapselt. Es gibt hin und wieder mal noch so kleine Durchbrüche, in Anführungszeichen, die dafür gedacht sind, dass hier teilweise noch zumindest ein bisschen Wasser drin steht. Alles Naturschutzgebiet. Interessant ist, dass man jetzt feststellt, nachdem man hier aus all diesen Altauen Naturschutzgebiete gemacht hat und sie auch nicht mehr nutzt und sie nicht mehr regelmäßig überflutet werden und eben das, wir machen da gar nichts, wir lassen die Natur sich selbst entwickeln, hier halt ganz offensichtlich und selbstverständlich und total logisch dazu führt, dass diese Auwälder hier langsam verlanden, sprich immer mehr Inselchen entstehen, immer festere Inselchen entstehen, solche Wasserarme hier, die setzen sich immer mehr zu mit entsprechend Schilf, Zeug, was reinwächst und so weiter und so fort. Das stirbt ab, bleibt am Grund liegen, ist zusätzliches Material. Da wächst dann neues Schilf zum Beispiel drauf, stirbt ab, bleibt am Grund liegen, ist neues Material. Und irgendwann ist da so viel Material liegen geblieben, dass das ganze Wasser dann irgendwann weg ist. Weil das einfach von unten quasi hochgewachsen ist, das Land. Verlanden also. Außerdem, wenn es mal ein Hochwasser gibt, dann wird ja auch immer Material angetragen. Wie man da hinten auch schön sehen kann, dass es da so einen flachen Sandstrand in Anführungszeichen gibt. Und da wird immer wieder neues Material angetragen. Früher war das so, das war ein Ausgleich. Es wurde Material abgetragen und den Rhein halt mitgerissen und neues Material angereichert. Jetzt geht der Rhein ja nur noch bei Hochwasser über die Ufer und über den Damm und schwemmt hier so richtig alles voll und geht dann langsam zurück mit Kraft. Das Material wieder wegspülen, fällt also weg. Es gibt nur noch einen Eintrag, kaum noch einen Abtrag, was einfach dazu führt, dass die langsam aber sicher diese natürlichen Auwälder hier zu verlanden. Und irgendwelche Nutzungsmaßnahmen im Sinne von ja, Weidenholz daraus holen, macht halt auch eben keiner. Ist erstens nicht wirtschaftlich und zweitens ist verboten bei Naturschutz. Also in diesem Fall na, vielleicht der falsche Weg. Vielleicht müsste man da häufiger mal was nutzen. In manchen Gebieten wird das auch gemacht, aber ja, das ist gerade alles eine sehr, sehr, sehr aktuelle Diskussion. Deswegen muss man mal schauen, was dabei rauskommt. Ich bin auch nicht hundertprozentig auf dem Laufenden, das ist ja eine spontane Tour. Ich kann euch dann nur so die Dinge, die ich jetzt grundsätzlich gerade aus dem Präsenzbereich vom Hirn zur Verfügung habe, erzählen. Nicht irgendwas Nachgelesenes, weil ganz spontan. Ich wusste auch nicht, dass ich hierher komme. Eigentlich wollte ich bloß zur Rheinmündung fahren. Hab gedacht, nimmst die Kamera mal mit. Nimmst sinnloses Blabla. Es ist jetzt schon relativ spät und ich bin gar nicht mal so wenig weit weg von zu Hause. Ich glaube, ich guck mal, dass ich langsam wieder losfahre. Hinterteil tut ein wenig weh. Muskulaturtechnisch kann ich noch Fahrrad fahren. Das Hinterteil ist es gerade derzeit nicht so gewöhnt. Naja, wenn ich noch was Interessantes sehe, ansonsten macht's gut. Lasst euch nicht betüxen
Und ich wollte noch eine pädagogisch wertvolle Botschaft zum Bunker mitteilen. Hat man ja gehört, dass da entsprechend die Kinder unterwegs sind. Das finde ich hervorragend. Das ist nämlich gerade so ein großes Problem. Wegen uns Kindern, die wir an unseren alten Bunkern überall gespielt haben im Dorf, ne? Oberhalb von mir, bei mir im Dorf, waren dann irgendwann Schilder da, betreten der Bunkeranlage verboten. Dann waren Zäune da, betreten der Bunkeranlage erst recht verboten. Dann haben wir es trotzdem natürlich immer noch betreten und irgendwann wurden wir dann mal sogar erwischt, wie wir da rumgekraxelt sind. Und dann gab es sogar einen Zeitungsartikel, wo irgendwelche Idioten der Meinung waren, das war ja so gefährlich. Die Kinder könnten ausrutschen und sich auf Stahlbetonträgern aufspießen. Klar, aber Kinder sind Kinder und nicht Vollidioten. Das ist immer so ein großer, großer Fehler, den viele Erwachsene machen. Ne? Kinder sind nicht Vollidioten. Die sind jung, die müssen noch ein bisschen lernen, die machen auch mal was schief. Da geht auch mal was schief und so weiter. Und man tut sich auch mal weh und verletzt sich auch mal unter Umständen. Aber seltsamerweise haben das die ganzen Generationen vor uns, wo keiner auf die Idee gekommen wäre, irgendwelche Bunker aus Gründen dessen, dass Kinder da spielen könnten, entfernen zu müssen. Da haben die Leute trotzdem überlebt. Homo sapiens hat sich trotzdem weiterentwickelt und seltsamerweise hat sich da irgendwie nie irgendwo irgendein Kind aufgespießt, weil es im Wald geflogen ist und gegen den Ast gerannt und sich aufgespießt. Kinder sind nicht völlig idiotisch, ne? Also manche vielleicht, aber im Regelfall sollte man zumindest nicht davon ausgehen, finde ich. Deswegen finde ich hervorragend, dass dieser Bunker noch da ist und dass der Zaun keineswegs in irgendeiner Form irgendein Hindernis darstellt und die da eben entsprechend am Spielen sind und irgendwelche Stahlstangen finden und total begeistert sind, weil sie irgendeinen tollen Stein gefunden haben und so ein Zeug. Also mir persönlich geht da das Herz auf. Aber jetzt wirklich, lasst euch nicht betüxten, bis zum nächsten Mal.